Hallöchen. Ich habe gerade spontan beschlossen, weil ich noch Katzenfutter kaufen muss und ja, das nicht so Spaß macht, dachte ich, belohne ich mich doch danach mit dem Secondhand. Und ja, deswegen habe ich gerade beschlossen, einfach danach noch zum Secondhand zu fahren und mal gucken, was ich so finde. Ob ich schon irgendwas Schönes Weihnachtliches finde, was weihnachtlich Kitschiges und so. Ich freue mich. Das ist, was ich trage. Eine super süße Mütze. Man erkennt das jetzt nicht. Sie ist eigentlich sehr Teddy-mäßig, so wie man das nennt. Das ist diese Anglermütze, nur halt für Winter. Ich mache das oft irgendwie so. Ich finde, dann sieht das so ein bisschen aus wie diese Vintage-Mützen so von früher. Die haben ja so ein Umklappding gehabt. Keine Ahnung, wie man die nennt. Ich weiß nie, wie bestimmte Sachen heißen. Aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. So ein Blazermantel. Und das ist ein Turtleneck-Kleid mit langen Ärmeln. Und meine Boots, die ich dieses Jahr schon tausendmal getragen habe. Und meine 2 € Secondhand-Tasche. Also viel Spaß im November Thrift Haul. Ich habe mich mit einer Freundin zu einem Flump-Date verabredet und fahre jetzt los. Mal gucken, was ich so finde. Schön, wenn er schön ist, nehme ich ihn für So. 7. Sag ich mal so. Sieht man gar nicht mehr. Ein bisschen Stimmung im Hintergrund. Hallöchen, ich dachte, weil ja Vlogmas ist, mache ich noch ein bisschen Stimmung hier in diesem Monats-Secondhand-Haul, damit wir natürlich nicht vergessen, dass bald Weihnachten ist und dass Vlogmas ist. Und ich zeige euch mal meinen wunderschönen Pullover. Den Pullover hat mir eine Freundin letztes Jahr geschenkt und das ist Zuna natürlich. Also eigentlich eine schwarze Katze, nicht Zuna, aber trotzdem. Also wenn das keine Weihnachtsstimmung ist, weiß ich auch nicht, ne? Ich wünsche euch einen wunderschönen 4. Dezember. Ich hoffe, ihr habt auch einen Kaffee dabei. Die letzte Sequenzszene war von vor ein paar Tagen. Da war ich ja mit einer Freundin auf dem Flohmarkt. Wir hatten ein Flohmarkt-Date und waren danach schön Kaffee trinken. Und der Flohmarkt war richtig, richtig gut. Und ich hatte so eine coole Ausbeute. Und die will ich euch natürlich zeigen. Wir fangen mal mit diesem Oberteil an. Das ist so ein durchsichtiges Oberteil. Und ich finde das echt cool. Kann man schön mit irgendwas kombinieren. Dann habe ich mich richtig in diesen wunderschönen Poncho verliebt. Hat nur 2 € gekostet. Ja, es ist so ein bisschen grün ist da auch mit bei, oder? Grau und ganz, ganz bisschen grünlich auch irgendwie. Kann man auch so cool zu allem tragen und ich liebe. Dann für 4 € ein gehäkeltes. Nennt man das gehäkelt? Weiß ich gerade gar nicht. Ein Schal. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich euch das gezeigt habe, weil ein paar Sachen habe ich euch gezeigt. Ja, ich finde das so süß. Und ich denke, man kann da halt voll cool dieses. Ich vergesse immer, wie das heißt. Irgendwas mit Baklava, nur das heißt nicht Baklava, sondern irgendwie anders. So, dass man das irgendwie so macht. Ich weiß jetzt nicht, ob das richtig ist. Ich mache jetzt einfach irgendwie. Ist das überhaupt richtig? So? Weiß ich nicht, ob das so geht.
Weil ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Nur so, dass es. Und deswegen habe ich mir das damit dann halt so vorgestellt, weil das so, ja, mal was anderes ist, so, ne, als Schal, so. Und dann macht man dieses süße Ding so an. Und dann, ah, das habt ihr ja schon gesehen, das habe ich euch schon gezeigt, das zeige ich jetzt nur noch mal zur Vollständigkeitshalberkeit. Diesen Wunder-Oberhammer-Affen-Starker- Ledermantel. Für sage und schreibe 1 Euro. Und dann habe ich etwas gesehen und dachte mir, das ist wie für mich gemacht. Ich fand das so krass und so lustig. Das ist einfach meine Tasse. Weil mein Freund immer sagt, ich bin innerlich eine Oma oder ich bin im falschen Zeitalter geboren oder so, weil ich ja alte Sachen mag, alte Möbel, alte Filme, wie eine Oma halt, oder dass ich mich halt auch wie eine Oma verhalte. Und davor, irgendwann in der ersten Szene, irgendwann war ich ja vor ein paar Tagen im Second Hand, da habe ich 2 Sachen gefunden und die habe ich euch auch noch gar nicht gezeigt, deswegen zeige ich die euch jetzt. Für ein Winteroutfit, ich finde immer, diese Art von Muster finde ich immer sehr winterhaft, Winteroutfit-haftmäßig. Tada! Ist so ein Pullover, ein bisschen länger und ich finde den Ausschnitt auch richtig schön. Das ist so, ja, so ein bisschen, ich weiß nicht, wie man das nennt, aber so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Wenn ich es anhabe, wisst ihr, was ich meine. Und dann habe ich noch was Cooles gefunden. Das ist auch Größe 44, das ist auch Größe 42. Das ist auch eine Sache, ich gucke ja nie auf Größen, ne, auf Sachen. Ne? Ich probiere die an und wenn es cool aussieht, sieht es cool aus. Deswegen, ne? Das ist zum Beispiel jetzt Größe 44, aber ich trage es dann halt wie so eine Oversized-Jacke. Und da erkennt man es jetzt nicht, aber es ist auch wieder so ein Grün mit meinen Augen. So ähnlich meine ich. Finde ich echt super cool, so oversized, cool kombinieren und ich habe im Secondhand habe ich dann das auch zusammen kombiniert, sah auch super cool aus und mir ist gerade eingefallen, dass ich was ganz Wichtiges vergessen habe, was ich auf dem Flohmarkt gefunden habe. Oh, ich bin gerade voll außer Atem. Das ist so wunderschön. Das habe ich mich gerade, ich wollte gerade mich fertig machen und dann habe ich das in meiner Tasche gefunden und dann dachte ich, oh, stimmt ja. Ein wunderschönes Lederportemonnaie. Zu einer Öffnung. Und dann hier noch. Oh. Und dann hier noch so. Und hier. Ich liebe es ja, das so anzufassen. Und oh, das ist auch so eine schöne braune Farbe. Noch vom Flohmarkt. Und es hat nur 4 Euro gekostet. Also echt ein Schnapperli. Ja, das war es auch schon für die Sequenz. Ich wollte es nur mal kurz einblenden. Und jetzt mache ich mich fertig. Und muss losfahren. Hallihallöchen. Mir ist aufgefallen, dass ich diesen Monat noch etwas nicht abgefilmt habe, was ich geschenkt bekommen habe von meinem Freund. Ich habe nämlich einen riesengroßen, mega coolen Spiegel geschenkt bekommen. Der war in seinem alten Haus und ja, der wäre sonst weggeschmissen worden und deswegen hat er den mir gegeben. Cool aus. Ich traue mich, den nur nicht in die Wohnung zu stellen wegen den Katzen. Und ich habe hier eigentlich eh keinen Platz für, aber ich habe den in meinem Flur gestellt und ich zeige es euch jetzt mal.
Hallöchen. Die letzte Sequenz, bevor ich den Secondhand-Haul diesen Monat schließe, wollte ich euch noch ein wundervolles Geschenk zeigen, was mir geschenkt wurde. Es ist nicht Secondhand. Und ihr seht es schon, was könnte es sein? Was könnte es sein? Boah, ich bin so happy. Eine Freundin hat diesen, ja, Pyjama. Anzug bestellt und ja, sie konnte es nicht mehr zurücksenden oder hat die Rücksendung verpasst. Irgendwas war da jedenfalls und dann hat sie gefragt, ob ich den haben will, weil sie sowieso an mich da denken musste bei diesem Pyjama und der sieht einfach aus wie so ein Santa Claus Pyjama und passend zu Vlogmas werde ich jetzt wie eine Santa Claus Frau rumlaufen. Ich finde ihn, oh, der ist so wunderschön. Und ich muss sagen, sie hat recht. Der ist wirklich wie für mich gemacht. Sieht so Oma-mäßig aus. Und ja, ich habe den auch schon gewaschen. Leider habe ich das Gefühl, dass das Weiße hier ein bisschen rosa geworden ist. Aber ja, man sieht es jetzt nicht so sehr. Genau, dann war es das auch schon mit dem November Thrift Haul. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen. Heute ist der. Ich guck mal kurz, wann ich das hochlade. Heute ist für euch der 4. Dezember. Ich hoffe, ihr hattet heute einen wunderschönen 4. Dezember und habt ihn schön ausklingen lassen mit diesem, ja, Vlog. Mit diesem Thrift Haul Vlog. Jetzt muss ich nur gerade überlegen, was für ein Adventskalender-Türchenaufgabe ich für euch mache. Ich muss mal kurz nachdenken. Ich habe eine lustige Idee für eine Adventskalender-Türchenaufgabe. Und zwar macht ihr doch entweder morgen früh, also ich weiß nicht, wann du das guckst, ob du es jetzt heute Abend guckst, am 4. Dezember oder halt morgen früh oder wann auch immer. Stell dir doch für den nächsten Tag ein richtig kreatives Outfit zusammen. Also versuch mal einfach so mal aus dir herauszukommen und irgendwie was zusammenzustellen, was du zum Beispiel noch nie kombiniert hast. Und zieh das dann an. Und ich finde, Outfits geben einem auch oft Selbstbewusstsein. Also dieses, wenn man etwas mit, wie könnte ich das nennen, wenn man etwas mit Stolz trägt oder irgendwie so etwas trägt und dann merkt, hey, das sieht ja gar nicht so schlecht aus. Und das kann einem auch wirklich Selbstbewusstsein geben. Also das habe ich ja selbst über die Jahre so bei mir gemerkt. Früher habe ich mich so Sachen nicht getraut anzuziehen, so draußen und dann, die Leute gucken und so. Aber mittlerweile bin ich so abgestumpft, weil eine liebe Zuschauerin hat irgendwann mal ein bisschen länger her in einen Kommentar geschrieben, wie ich mich das denn traue, einen Pyjama draußen anzuziehen, weil ich ja gerne auch meine, zum Beispiel, ich hatte das an, glaube ich, in dem Video. Beispiel draußen anzuziehen, da hatte ich dieses schöne Kleidchen an draußen. Und ist ja eigentlich ein Nachtkleid, Nachthemd. Und ja, keine Ahnung, irgendwann stumpft man ab und denkt sich so ganz ehrlich, mir ist es total egal, wie die Leute darauf achten, wenn ich mich selbst darin wohlfühle. Und das ist vielleicht deine Aufgabe. Kannst du ja mal ausprobieren, ob dir das Spaß macht, so eine kleine kreative Aufgabe, auch so eine Selbstbewusstseinsaufgabe, um so irgendwie so vielleicht aus sich herauszukommen, obwohl man sich das nicht so traut. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr es gemacht habt oder ob ihr es so vorhabt und wie ihr euch gefühlt habt, dann etwas zu tragen, was eigentlich komisch aussieht oder was ganz anders ist als das, was ihr sonst trägt. Also viel Spaß mit der Aufgabe. Erzählt mir davon, ob ihr es gemacht habt. Und dann sehen wir uns auch schon morgen wieder in einem neuen Vlogmas-Vlog. Ich freue mich. Falls du noch nicht abonniert hast, dann abonniere sehr gerne. Und ja, dann würde ich mal sagen, tschüdelü. Boom.